Okay. Darf ich da noch nicht lang oder was ist da los? Ich guck einfach mal. Guckt der immer in dieselbe Richtung? Ja, ne? Okay, der will einfach nur verhindern, dass ich zurückgehe. Verstehe. Weißt du was? Komm, ich speichere trotzdem nochmal. Safe is safe. Hoppa, ja, komm. Dem müsste doch echt der Hut platzen, ey, bei der. Und bei der Chanté in diesem Outfit müsste dem Alten doch echt wirklich die Kapuze wegflattern. Ding, ding, ding. Au, 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 au. Alter, solange er nicht rumheult. Aber die sind total. Ich glaube, die haben echt was im Tee. Okay, das müssen wir läutern, aber dafür sind wir nicht genug. Das bedeutet, ich muss noch einen Schlüssel finden. Lass mich raten, die haben die Risky Boots auch gefangen. Die Frage ist, wo finde ich denn jetzt den nächsten Schlüssel? Habe ich einen Schlüssel? Habe ich einen Schlüssel? Ich kann da halt auch nicht angucken. Aber ich glaube, ich habe nur zwei Schlüssel gehabt. Ja, ich habe nur zwei Schlüssel. Hier oben kann ich auch nichts machen. Auch den Tinkerbell drin nicht befreien. Okay. Wie lange nehmen... Oh, 1,5 Stunden, Leute. Das ist schon eine Menge. Also, wenn ich mal bedenke, ich habe jetzt... Die vorherige Aufnahme, die ich ja direkt danach weiter begonnen habe, war ja auch wieder so im 40-Minuten-Bereich. Nein! Aua! Oh, du elendes Rattelvieh. Nein! Och Mann, wie soll man das denn schaffen, wenn da die olle Zippe da so rumpimmelt, ey? So, wenigstens zippt die da jetzt nicht mehr rum. Okay, hier komme ich wieder hoch. Okay. Gut. Ich habe halt auch keine. Nee, kann ich auch nichts machen. Okay, gut. Ich dachte, ich könnte da irgendwie was machen. Frage ist, wo kriege ich den nächsten Schlüssel? Nein! Och, Mädchen. So, muss ich hier runter? Jo, eigentlich schon. Ah, verstehe. Okay, da komme ich wieder hoch. Super. Alles klar, super, dann weiß ich Bescheid. Riesen Mäuse. So, hier ist der nächste Schlüssel. Da können wir die nächste Dame befreien. Wunderbar. Wer wird es sein? Hm. Mit wie vielen Mädels hatten wir jetzt zu tun gehabt? Wie viele Mädels haben wir denn jetzt hier auf dem Bildschirm? Die Rotti haben wir. Die haben wir befreit. Ja, sieht man ja auch auf dem Overlay. Ja, Rotti. Super. Die Sky haben wir befreit. Und wir. Das bedeutet, es sind 3 Mädels jetzt frei. Ich, ja, fehlt eigentlich nur noch die Dingsbums. Aua. Da. Eher Lümmel. Fehlt eigentlich nur noch die Risky. Das ist die einzige Dame, die sie noch hätten fangen können. Oder diese beiden Blonden. Aber ich glaube, die sind dafür zu unwichtig. Muss ich ganz ehrlich sagen. Steht ihr? Risky, bist du das? Wer sonst? Gleich mal ein Screenshot gemacht. Ich habe nach dir gesucht, aber statt dir diesen Ort gefunden. Diese Dummköpfe halten mich für so eine blöde Prinzessin und haben mich hier eingesperrt. Dito, wenn ich die in die Finger kriege, verarbeite ich sie zur Fischmehl. Wir verlieren Zeit, lass uns abhauen. Yo. Das hat er aber gestanden, muss man sagen. Also war nicht schlecht. Können die ruhig öfters fragen. Hat er nicht gesagt, dieser Perverse. Doch, habe ich gesagt. So, jetzt sind wir hier komplett. Da bist du ja.
Wenn wir alle zusammenarbeiten, sollten wir in der Lage sein, diese Vorrichtung zu bedienen. Wie sie alle da hängen. Wir sind nicht schwer genug, obwohl Blondie uns mit ihrem Ballast mächtig hilft. Entschuldigung? Du wiegst wahrscheinlich so viel wie ein Bleiballon. Oder zwei. Können wir wenigstens versuchen, zusammenzuarbeiten? Ich werde mit ihr arbeiten, aber für dich, klar? Ich? Bist du nicht der Gehirnfresser? Wie, nicht du? Sie! Ach, dieser Lärm. Das ist der Grund, warum ich alleine arbeite. Alles klar, ihr Landratten, zieht! Jawohl, Mann! Diese Damen. Es funktioniert. Natürlich funktioniert es. Du gibst zu schnell auf. Wenn du etwas nach deinem Willen biegen willst, solltest du es auch brechen können. Du bist eine angsteinflößende Lady. Och. Also, auf geht's. Lasst uns alle hineinstürmen und diese Schwachköpfe verprügeln. Nein, wir sollten leise an ihnen vorbeischleichen. Ich will sie mit einem Fächertanz ablenken. Ich schau mich mal um. Genau. Mach du das mal, lieber Chanté. Prinzessin, ihr seid endlich erschienen. Siehe, eine glitzernde Statue von eurer unermesslichen Großartigkeit. Das soll ich sein? Aber ja, es ist euer exaktes Ebenbild. Bist du blind? Keine von den drei Damen sieht so aus wie diese hässliche Alte im Hintergrund, ey. Aber seht, trügen mich meine Augen? Prinzessin, das sind vier von euch. Ach, mach Sachen. Aber jede von euch ist perfekt identisch mit dieser gigantischen, titanischen... rundlichen, korpulenten und aufquellend schönen, ansprechend prallen Statue. Das reicht. Dreh ihm den Hals um. Was ist das? Prinzessin, da seid ihr ja. Wo seid ihr bloß gewesen? Das hat länger als 30 Jahre, natürlich. Eure jahrelang verstorbene Prinzessin. War nur 30 Minuten mal wieder Futter einkaufen. Wart ihr die ganze Zeit im Laden? Scherzkeks. Ich kann nicht. Volk, hört mich an. Unsere Prinzessin ist zurückgekehrt. Nach all der Zeit. Aus dem Laden. Danke an euch alle. Wahrlich, ihr habt unser Volk gerettet. Tut mir leid wegen der Verwechslung. Das passiert öfters. Ich gebe dir deine Bekleidung zurück. Und gebe dir diese goldene Spitzhacke für deine großartigen Taten. Uff, lass uns ab jetzt mit deinen Abenteuern in Frieden. Warte, das ist der Teil, wo ich einen Gegenstand erhalte. Yay! Geil. Auch herrlich. Gut. Ah, oh, wir sind jetzt endlich wieder angezogen. Gott sei Dank, meine Güte. Ich meine, das ist doch ganz... Wir haben es genossen, aber passt. So, mit der goldenen... Was ist das? Eine goldene Spitzhacke von der Prinzessin? Kann ich sie bitte haben? Jo. Wie? Welch unglaubliche Handwerkskunst. Das schaffen wir im Handumdrehen. Du gibst goldene Spitzhacke. Ja, dann auf, Männer. Ja, jetzt können sie auf einmal arbeiten. Weißt du, jetzt wo die Chefin sagt, hier Feuer frei, dann geht's rund. Wow. Ohne diese Ruinen kann ich bis zum Horizont sehen. Und sieh diese dicken, grünen Vögel an. Ah, das sind keine Vögel. Monster, weg hier! So, wir können jetzt hier weitermachen. Super. Oha. Nein! Warte mal, kann ich irgendwie so einen Vogel auf die Eile hauen? Ja, bringt nichts. Super Monstermilch! Wunderbar! Gleich drauf. Kann ich... Gut, Kohle. Na gut, will ich mich nicht beschweren. Diese lila Teile können wir später besiegen. Also von daher müssen wir hier sowieso nochmal zurückkommen. Nur dachte ich, das geht nicht, aber hier können wir im Treibsand springen. Aua. Deswegen war ich im Stream so ein bisschen verwirrt. Das ist der Vorteil, wenn man das Spiel schon kennt. So, ich kann jetzt hier auch wieder drüber gleiten. Das ist super. Mache ich auch gleich. Ich habe nämlich keinen Bock auf den Treibsand. Der bleibt nämlich in den Schuhen. Und das wollen wir ja nicht, ne? So, Fleischspießchen. Müssen wir eigentlich nur schnell sein, dann kriegen wir das auch. Das bedeutet, später werden diese großen Skorpion-Wüstenhalterinnen kein Problem für uns darstellen.
Ah, das sind solche. Oh je. Yeah. Warte mal, ich habe mir doch Tränke gekauft. Kann ich die benutzen? Tintenfischherzen habe ich 2. Da, ah, lecker. Das ist doch bei so einer schönen Wüste. Verlorene Katakomben. Ich glaube, hier kriegen wir irgendwas, um diese orangen Dinger kaputt zu machen. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie ich das geschafft habe, aber gut. Ich will mich nicht beschweren, du elender Lümmel. Okay, die können wir auch kaputt hauen. Bringt mir nicht so viel. Also, wir können uns hier so einen schönen Weg bahnen. Geht aber nur begrenzt. Die bleiben auch nicht ewig oben. Och, Mist. Ja, das meine ich. Jetzt wird's richtig kriminell hier. Okay, der bleibt sehr lange unten. Der nur kurz. Okay, ich verstehe, der auch nur kurz. Alter Schwede, da kriegst du noch einen Krampf, ey. Kann ich das so? Nee. So. Okay, das kann ich so machen. Dann so. Boah. Meine Herren. Ich bin doch sowas. Sowas bin ich einigermaßen schlecht, was das angeht. Mädchen, trink noch mal was. Super. Wir laufen hier in der Wüste rum. Das bedeutet, wir müssen immer auf unseren Pegel achten. Dass wir genug zu trinken haben. Das muss ich übrigens hier auch machen. Diese roten Plattformen bleiben fest und hauen diese Stacheln raus. Das bedeutet, da können wir nichts machen. Vergessen, dass das Zombies sind. Okay, die Frage ist, wie kriege ich das hin? Okay, hier kann ich noch nichts machen. So, die Frage, muss ich hier nach oben oder eher nach unten? Ich gehe erstmal nach unten. Ich glaube, ich muss sowieso auf jeder Seite nach oben und nach unten, um diese Schalter zu aktivieren. Okay. Schön warten, schön warten. Wir können nämlich nicht da nach oben. Also, wir haben ja diesen schönen Gleithut. Da können wir dann zur Not ein bisschen Zeit raushauen. So, die Frage ist... nach oben. Wir können aber auch noch nach links. Dann will ich nämlich erstmal hier hin und gucken, um zu gucken. Ah, Speicheropfer. Macht aber nichts. So. Kann ich nämlich hier auch mal ein kleines Aufnahmepäuschen machen? Bitte das Gerät nicht ausschalten. Speichern abgeschlossen. Super. Dann mache ich hier mal ein Aufnahmepäuschen, weil ich bin schon wieder viel zu lange dran. Und wir sehen uns dann beim nächsten Part von Shantae and the Pirate's Curse. Tschüssikowski. Bye, bye.